Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Letzte Woche habe ich ja meine 5 Uhr morgens Morgenroutine mit euch geteilt und habe euch gezeigt, wie ich jetzt immer um 5 Uhr morgens aufstehe, was schon echt früh ist, mir aber total geholfen hat. Und da es mir sehr geholfen hat, dachte ich mir, dass ich heute mal 7 Tipps mit euch teilen, wie ihr auch früher aufstehen könnt. Innerhalb meiner Morgenroutine habe ich auch schon angesprochen, dass es vielleicht nicht für jeden etwas ist, früher aufzustehen. Für mich persönlich ist es aber so, dass ich morgens am meisten Energie habe und da am liebsten produktiv bin. Und deswegen ist es für mich sehr sinnvoll, früher aufzustehen. Vielleicht ist es bei dir aber so, dass du länger schlafen möchtest und dafür aber am Abend am produktivsten bist. Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass wir alle, wenn wir es wollen, morgen Menschen werden können. Und deswegen gibt es heute, wie gesagt, 7 Tipps und ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken. Der erste Tipp ist, dein Warum zu kennen. Also warum möchtest du eigentlich so früh aufstehen? Für mich persönlich war es nämlich so, dass ich herausgefunden habe, dass ich wirklich morgens am produktivsten bin und da die meiste Energie habe. Und wenn ich halt länger schlafe, dann kann ich am Nachmittag irgendwie nichts machen, weil ich persönlich eine Person bin. Ich habe nachmittags immer so nachmittags tief und auch mittags und ich kann mich einfach am Tag nicht so gut konzentrieren wie am Morgen. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte einfach diese Stunden am Morgen nutzen, um da etwas produktiv zu sein, da Dinge zu machen, die mir Spaß machen, die ich erledigen muss und so weiter. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, dass es vielleicht nicht für jeden was ist, weil du zum Beispiel am Mittag deine produktivste Zeit hast oder auch am Abend und dann lieber abends ein bisschen länger aufbleiben möchtest. Das ist halt wirklich sehr individuell. Natürlich ist es aber wichtig, immer deine Motivation zu kennen, wenn du irgendwas Neues machen möchtest, vor allem eine neue Gewohnheit. Und früh aufstehen ist ja eine neue Gewohnheit und da hilft es natürlich sehr, dein Warum zu kennen. Du kannst es ja auch zum Beispiel aufschreiben oder irgendjemandem anderen sagen, der dir das immer wieder sagen soll, falls du keine Motivation hast. Ich habe ja letztes Video schon über das Thema Accountability Buddy geredet und habe euch da gezeigt, warum es so sinnvoll ist, einen Accountability Buddy zu haben. Das ist sozusagen eine Person, die dich immer motivieren soll, inspirieren soll, wirklich deine Gewohnheiten auch durchzuziehen und zu machen. Und wenn du deinem Accountability Buddy davon erzählst, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, weil er dich dann so ein bisschen motivieren kann dazu und dich da, ja, accountable hält, sozusagen. Den zweiten Punkt finde ich, glaube ich, am schwierigsten bei der ganzen Frühaufstehen-Sache, und zwar ist das, früh schlafen zu gehen. Ich glaube, die meisten von uns haben gar nicht ein Problem damit, früh aufzustehen. Also ich könnte wirklich auch um 3 Uhr nachts aufstehen, das hätte mich überhaupt kein Problem. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich nicht früh schlafen gehen kann, beziehungsweise das erst lernen musste. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass eigentlich unser Morgen schon am Abend zuvor startet und wir uns deswegen auch so gut vorbereiten müssen auf unseren Schlaf. Ich persönlich sage immer, dass meine Abendroutine schon meinen Schlaf beeinflusst und mein Schlaf beeinflusst meine Morgenroutine. Und meine Morgenroutine beeinflusst meinen Tag. Und deswegen ist es total wichtig für mich, auch eine gute Abendroutine zu haben und vor allem auch früh schlafen zu gehen, um dann am nächsten Morgen auch munter und voller Energie aufzuwachen. Und deswegen wäre ein Schritt, den du jetzt gehen könntest, für den zweiten Tipp auf jeden Fall, dir eine Abendroutine zu überlegen. Also was möchtest du am Abend machen? Wie viel Zeit möchtest du dafür einplanen? Glücklicherweise habe ich auf meinem Kanal schon super, super viele Videos zu dem Thema Routine und vor allem auch Abendroutine und Morgenroutine auch super viel. Und deswegen kannst du gerne jetzt mal hier vorbeigucken bei meinen ganzen Abendroutinen. Und ich habe auch schon mal ein Video gemacht mit, ich glaube, gesunden Gewohnheiten für deine Abendroutine. Also falls du dann nach Inspiration suchst, kannst du da sehr, sehr gerne mal vorbeigucken. Der dritte Tipp baut so ein bisschen auf den zweiten Tipp auf, und zwar ist das, eine Morgenroutine zu haben. Beim zweiten Tipp ging es ja darum, eine Abendroutine zu haben, und jetzt geht es darum, eine Morgenroutine zu haben. Ich weiß nicht, ich hatte mich einfach gemerkt, dass wenn ich morgens keinen Plan habe, was ich machen soll, ich immer im Bett liegen bleibe und irgendwie am Handy rumscrolle und nichts Gutes machen kann, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll und diese Motivation einfach auch nicht da ist. Deswegen würde ich dir empfehlen, eine Morgenroutine zu haben, die dir aber auch Spaß macht. Also eine Morgenroutine mit Gewohnheiten, die dir Spaß machen und die du gerne machst und die dir aber auch helfen. Und ich habe auch schon zu diesem Thema ein Video vor einigen Wochen gemacht, und zwar ist es meine Miracle Morning Morning Routine, und da habe ich euch sozusagen meinen Morgen mal abgefilmt mit den 6 Gewohnheiten, die wir alle machen sollten. Deine Morgenroutine würde ich dir auch empfehlen, dass du zuerst eine Sache machst, die dich wirklich wach macht. Das heißt, jetzt irgendwie Sport machen, rausgehen, duschen gehen, wie auch immer. Hauptsache, es ist eine Sache, die dich wach macht und dass du nicht wieder einschläfst. Beispielsweise habe ich das früher so gemacht, dass die erste Sache, die ich morgens machen wollte, Meditation war. Und ich sage, ich bin so oft morgens wieder eingeschlafen, weil wenn ich halt in meinem Bett sitze und es noch dunkel ist, dann schlafe ich sofort wieder ein, was nicht so gut war. Wir mittlerweile ja auch schon Mitte Mai, also es wird auch relativ früh schon hell. Beispielsweise, wenn ich jetzt um 5 Uhr morgens aufstehe, ist es meistens sogar schon hell, was total krass ist. Und deswegen hilft es auf jeden Fall auch nicht, morgens direkt wieder einzuschlafen. Ich persönlich mag es aber sehr, sehr gerne, morgens direkt duschen zu gehen, am besten noch kalt duschen zu gehen, sodass ich nicht wieder einschlafe und ich schon super wach bin und gar nicht mehr einschlafen möchte. Übrigens habe ich auch eine Freundin, die ihre To-Do-Liste jeden Morgen raufschreibt, aus dem Bett springen. Also ihre erste Aufgabe jeden Morgen ist es wirklich,
wirklich aus dem Bett zu springen. Und ich finde das irgendwie total cool, weil es einen so wach macht und irgendwie auch eine schöne Sache ist. Also ich finde es mega lustig. Der nächste wichtige Tipp ist es nicht, morgens direkt an dein Handy ranzugehen. Ich glaube, das sage ich mega oft in meinen Videos, aber ich finde es einfach so wichtig, am Morgen nicht direkt auf Dinge zu reagieren, sondern dass du einfach ganz achtsam deinen Tag selbst formst und deine Gedanken auch morgens bestimmst. Ich persönlich sehe nämlich die Zeit von 5 bis 6 Uhr morgens wirklich als meine Zeit, also einfach nur die Zeit, die wirklich nur mir gehört. Und es bringt mir einfach gar nichts, die Gedanken und das Leben anderer Menschen morgens anzugucken, obwohl es nichts mit mir zu tun hat. Wenn du beispielsweise dein Handy für Meditation oder andere Dinge brauchst, die du am Morgen machen möchtest, würde ich dir empfehlen, dein Handy vielleicht abends auf Flugmodus zu machen und dann diese Meditation schon runterzuladen zum Beispiel. Und so kannst du auch morgens Podcasts, Meditation, Musik oder so hören, ohne direkt auf Social Media zu gehen, diese ganzen Nachrichten zu bekommen. Und die letzte und ich glaube auch wichtigste Sache ist, dass du es eine Gewohnheit machst. Also das wirklich für mindestens 30 Tage durchziehst, bevor du sagst, nein, du machst es nicht mehr. Einer meiner Leitsprüche dieses Jahr war Consistency over Intensity. Also das bedeutet, dass ich gerne Dinge regelmäßig mache und nicht unbedingt zu intensiv mache. Und ich persönlich auch für mich den Fokus auf die Regelmäßigkeit lege und sage, ich möchte meine Gewohnheiten wirklich jeden Tag machen. Und dass ich sie mache, ist für mich viel wichtiger, als wie intensiv ich sie mache beispielsweise. Also ich finde es viel wertvoller, jeden Tag um morgens aufzustehen, als irgendwie zu sagen, ich muss jeden Tag meine Morgenroutine super gut durchziehen, jeden Tag muss ich alles perfekt machen und so weiter. Sondern nein, darum geht es nicht, sondern ich möchte einfach meine Gewohnheiten machen, aber es ist egal, wie gut ich sie mache, weil es einfach darum geht, diese Consistency, diese Regelmäßigkeit beizubehalten. Ich persönlich habe nämlich dieses Phänomen total bei Sprachenlernen realisiert. Das ist einfach besser, als wenn ich jeden Tag ein bisschen mache, zum Beispiel jeden Tag Vokabeln lerne, als wirklich irgendwie einmal im Monat richtig viel zu machen. Falls dir die Tipps geholfen haben, kannst du diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben geben und auch meinen Kanal abonnieren für weitere Videos, die jeden Donnerstag und Sonntag hier online kommen. Ansonsten kommst du jetzt hier noch zu meiner Morgenroutine und hier noch zu anderen Tipps, die dir eventuell helfen könnten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.